So, meine Damen und Herren, ich darf bitten, ja, also auch wenn es jetzt hier ein bisschen klar ist und so, also nochmal als Tipp für die Klausur, schauen Sie sich die weiteren Übungsaufgaben an. Ja, das ist gut, ja, das ist sehr gut sogar. Okay. Zweitens, Sie haben viel Zeit, das muss ich Ihnen mal kurz sagen, 3 Stunden sind wirklich sehr viel. Auch für die Klausur, meine Damen und Herren, glauben Sie mir. Das sage ich jetzt nur ich, weil ich das jetzt wieder schnell rechnen würde oder so. Sondern ganz aus objektiven Maßstäben betrachtet, meine Damen und Herren. Das heißt, schauen Sie, Sie sollten auch vielleicht sich die Zeit nehmen, das nochmal alles durchzurechnen. Denn das Spiel hat ziemlich wie folgt, und zwar Ergebnis richtig, volle Punktzahl, Ergebnis falsch, keine volle Punktzahl. So sieht es halt nun mal aus. Ich kann es halt nicht ändern, ist nun mal so. Wenn es nach mir ginge, meine Damen und Herren, wäre das vielleicht sicherlich anders, nur das sind halt nun mal die Spielregeln. Deshalb, Sie kriegen ja, also die Klausur besteht ja zumindest die Unterlagen, die Sie haben, die Klausur bestehen aus 2 Teilen. Erstens und zwar aus dem Lösungsbogen, zweitens aus dem Konzeptblatt. Aus dem Konzeptblatt sollen Sie natürlich die Aufgaben bearbeiten und diese natürlich ins in diesen Bogen eintragen, meine Damen und Herren. So. Wenn jetzt die Ergebnisse nicht eingetragen sind, kriegen Sie auch keine Punktzahl, denn die Konzeptblätter werden nicht bewertet. Das sage ich Ihnen jetzt schon. Aber schreiben Sie trotzdem auf den Konzeptblättern so, dass Sie das nachher nochmal verfolgen können, was Sie da eigentlich produziert haben. Ja, also machen Sie das so, als ob Sie die Konzeptblätter auch mit abgeben würden jetzt. Ja, also zumindest für uns zum Korrigieren. Sie müssen die Konzeptblätter natürlich wieder abgeben, aber wir werden sie natürlich nicht anschauen. Okay? Schreiben Sie sie, ja, keine Ahnung warum, ich weiß nicht, was das Prüfungsamt machen will. Ich werde mich zum Prüfungsamt jetzt hier nicht öffentlich aussehen. Gut, macht nichts. Also wie gesagt, schreiben Sie das trotzdem ordentlich, meine Damen und Herren, wirklich. Also Sie sollten in gewisser Weise Sinn für Ästhetik entwickeln, ja, für Sie zum Arbeiten. Denn Sie sollten die Ergebnisse auf jeden Fall nochmal durch nachrechnen oder kontrollieren. Vielleicht haben Sie sich vertippt oder verschrieben oder sonst irgendwo. Und das passiert dann ziemlich schnell. Also gibt es dann überhaupt gar keine Teilpunkte? Es gibt für Ergebnisse keine Teilpunkte, so ist es. Ergebnis ja, volle Punktzahl, Ergebnis nein. Also, ja gut, ich meine, wenn es jetzt hier nach dem 6. Stopp, also wenn es jetzt nicht 6 Stellen hinter dem Komma genau ist, sondern nur 5 oder so, ja gut, also das ist ja eigentlich auch, glaube ich, egal. Runden weiß ich nicht. Ich glaube, das wird nochmal drinstehen, aber in Notfall runden Sie, um sicher zu sein, vielleicht 4 Sterne hinter dem Komma. Also, das ist jetzt eigentlich auch egal. Ja. Daran wird es nicht scheitern. Das ist nur das, was ich sage. Aber bitte schreiben Sie ordentlich. Denn Sie sollten, zumindest auf dem Lösungsbogen, denn wenn Sie jetzt einfach durcheinander kommen, wenn Sie einfach nicht mehr wissen, wo Sie was gerechnet haben und so, dann besteht die Gefahr, dass Sie das auch nicht mehr kontrollieren können, falls Sie sich verrechnen. Und das passiert tatsächlich schnell. Was ja wie gesagt nicht geht, zum Beispiel, wenn sich das eine Teilergebnis auf eine Aufgabe bezieht, also nehmen wir zum Beispiel mal an, so in der Aufgabe A müssen Sie jetzt was ausrechnen, was Sie für die Aufgabe B brauchen zum Beispiel. Also was Sie natürlich jetzt hier brauchen. So. Wenn das jetzt hier zum Beispiel was falsch ist, das ist nicht besonders schlimm für die Aufgabe, natürlich kann es natürlich wenig richtig sein, aber wenn das jetzt hier etwas steht, also was weiß ich zum Beispiel, da müssen Sie jetzt hier die Regressionskoeffizienten bestimmen oder so, und Sie haben zum Beispiel statt 2 eine 3 raus, dann werden wir mit 3 die Aufgabe weiterrechnen und schauen, ob sich natürlich jetzt hier quasi in Form eines Folgefehlers, so wissen gar nicht, also so wird man das natürlich auch machen. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel hier eine 3 raus haben, dann können Sie natürlich hier das nicht das richtige Ergebnis sein, aber dann tun wir mal einfach mal so, als wäre 3 das richtige Ergebnis und dann rechnen wir jetzt hier nochmal die übrigen Sachen jetzt hier nochmal für Sie aus. Okay, also da gibt es Folgefehler, meine Damen und Herren, Folgefehler gibt es. Okay? Aber versuchen Sie die auch zu vermeiden, wenn es geht. Also wie gesagt, ich gebe den guten Rat, schreiben Sie das ordentlich. Und ordentlich heißt mit Ästhetik, ja, dass man das gut genießen könnte. Ja. So, also, schauen wir uns mal die Aufgabe 20.
Ja, aus der Schule. Ja, das ist ein Konzeptpapier, weil in der Vorlesung wurde gesagt, dass das Konzeptpapier selber mit. Nein, nein, auch gar kein. Also, oh gut. Da wäre ich der Weber zu. Doch, du meinst, wir gehen. Hat der Weber gesagt. Ach so, okay. Das ist mir neu. Gut, also wenn er das sagt, dann wird das wahrscheinlich so sein. Wir werden es ja sehen. Also bring es mit, aber bring es mit, aber lese es, also schreib es trotzdem ordentlich. Ja. Okay. Bring sie zur Sicherheit mal alles mit. Ja, nicht, dass es da irgendwie Stress gibt. Okay? Also bisher in den Klausuren, wo ich jetzt hier, die ich beaufsichtigt habe, war das so, dass man das Konzeptpapier natürlich nicht mitnehmen durfte, aber meine Güte. Hat man den Ziel schon gemacht? 2010 hatten wir gemacht. Ah, okay. Dann mache ich jetzt hier an der Stelle mit. Chance. Okay, meine Damen und Herren, jetzt müssen wir natürlich uns ein bisschen beeilen. Schauen Sie. Und zwar, also Aufgabe. So. Okay, also schauen Sie, um das jetzt hier vielleicht nochmal für Sie klar zu machen, wir hatten doch hier die Formel Zufallsvariablen, meine Damen und Herren, und zwar x, y waren jetzt hier Normalvergleich mit Erwartungswert μ und Variant sigma Quadrat. Es ging ja los von i gleich 1 bis m und die Zufallsvariablen waren unabhängig. Das war jetzt hier natürlich noch die Information, die gegeben war. So, schauen Sie, wenn jetzt hier diese Zufallsvariablen normalverteilt sind, welche Verteilung folgt denn die folgende Zufallsvariable? Und zwar schauen Sie, xi minus μ geteilt durch Sigma, meine Damen und Herren. Welche Verteilung hat diese Zufallsvariable? Ja, Standard normal verteilt, so ist das, nicht? Also wenn ich natürlich jetzt hier von der Zufallsvariable normal verteilt ist, seine Erwartungszeit abziehe und dann müsste ich jetzt hier die Standardgleichung teile, dann bekomme ich natürlich eine Standard normal verteilte Zufallsvariable. So, was passiert, wenn ich diese Standard normal verteilte Zufallsvariable quadriere? Meine Damen und Herren, vielleicht erinnern Sie sich daran. Letzte Woche haben wir das eingeführt, und zwar, das hat ja eine neue Verteilung gegeben, nämlich die sogenannte Schiebquadratverteilung. Also eine Schiebquadratverteilung besteht aus quadrierten, standardnormal verteilten Zufallsvariablen, und diese Zufallsvariable hat welche Parameter, so also die ist natürlich die Schiebquadratverteilung, und mit wie vielen Freiheitsgraden, meine Damen und Herren. Wissen Sie das noch? Die Anzahl der Freiheitsgrade, meine Damen und Herren, bei der Schiebquadratverteilung entspricht der Anzahl der Summanden aus diesen quadrierten Standard mal verteilte Zufallsvariablen. Ich habe jetzt hier nur ein, das heißt, die Anzahl der Freiheitsgrade beträgt 1. So ist das, meine Damen und Herren. Und wenn ich jetzt hier die Summe bilde, also von i gleich 1 bis n, dann habe ich genau n Freiheitsgraden, das heißt, dieses Ding ist Chi-Quadrat verteilt mit insgesamt mit n Freiheitsgraden, meine Damen und Herren. So ist das. Ja? Ist um den ganzen Ausdruck, nicht nur oben. Nee, das meinen Sie, oder? Nee, das ist jetzt so die Summe. Ganzen ja, ja, klar. Ja, ja, so ist das. Genau. So. Genau. Okay? So, jetzt schauen Sie. Wir wollen jetzt hier natürlich auf Sigma konzentrieren, weil wir jetzt hier das Konfidenzintervall für Sigma Quadrat bzw. jetzt hier für die Varianz bestimmen wollen. Schauen Sie. Wenn wir natürlich jetzt hier angenommen, mal angenommen, natürlich ist es ja in der Praxis so, dass man jetzt hier den Erwartungswert nicht kennt. Wenn Sie den Erwartungswert nicht kennen, wie würden Sie das schätzen? Und zwar am besten. Was haben uns dazu ein bisschen der Aufgabe vorher klar gemacht? Also welchen erwartungstreuen, schrägstrich, konsistenten, schrägstrich, sogar effizienten Schätzer kennen Sie für den Erwartungswert? Genau, das arithmetische Mittel, so ist es. Das heißt, wenn ich natürlich jetzt das nicht kenne, dann muss ich es natürlich jetzt hier schätzen. Also xi minus x² durch Sigma, das Ganze zum Quadrat und das aufsummiert. Und jetzt schauen Sie, wir hatten ja doch, Sie erinnern sich ja vielleicht bei der Varianzschätzung, um eine erwartungsfreie Schätzung zu bekommen für die Varianz, das haben wir jetzt hier s² genannt, das stand auch im Skript so, meine Damen und Herren. Wir haben das jetzt hier natürlich wie folgt geschätzt, und zwar xi minus x² zum Quadrat von i gleich 1 bis n. Und dann haben wir natürlich jetzt hier nicht durch n geteilt, sondern, Sie erinnern sich vielleicht, durch n minus 1, ganz genau, so ist das, meine Damen und Herren, durch n minus 1, um eine erwartungsvolle Schätzung reinzubekommen. Woher kommt das n minus 1? Anzahl der Beobachtungen minus oder abzüglich Anzahl
der zusätzlich zu schätzenden Parameter, meine Damen und Herren, das ist natürlich jetzt hier die Erwartungswert, nicht? Den muss ich natürlich schätzen. So, jetzt, um das jetzt hier vielleicht für Sie klar zu machen, hier ist die Intuition, meine Damen, natürlich die gleiche. Denn dieses Ding wird chi quadrat verteilt sein, aber die Frage ist, wie viele Freiheitsgraden? Ich habe noch einen zusätzlich zu schätzenden Parameter, meine Damen und Herren. Das ist der Erwartungswert. Und wie nimmt sich jetzt hier für die Verteilung raus? Was glauben Sie? Einfach mal so aus dem Bauch heraus. Wie viele Freiheitsgrade habe ich da? Trauen Sie sich. N minus 1. N minus 1, ja, natürlich. So ist es. N minus 1, das ist die Intuition. Das kann man zeigen. Die Rechnung ist etwas. Ist ein bisschen zumindest umständlich. Das will ich Ihnen ersparen. Aber ansonsten ist es jetzt nicht wirklich sonderlich schwierig, das jetzt hier zu zeigen. Okay? Ganz genau. Das ist also chi Quadrat verteilt mit n minus 1. Jetzt passen Sie auf. Das ist jetzt hier natürlich die Schätzfunktion für die Varianz. Jetzt schauen Sie, was passiert oder was kommt heraus, wenn ich diese Schätzfunktion mit n minus 1 mal nehme. Und das Ganze dann durch Sigma Quadrat teile, was glauben Sie, was dann herauskommt? Schauen wir uns das mal vielleicht mal im Detail an. Ja? Also wenn ich die Schätzfunktion S Quadrat für die Varianz mit n minus 1 mal nehme, was steht dann da? Da steht nur die Summe da, richtig. Und wenn ich die ganze Summe durch Sigma Quadrat dividiere, dann ist es das gleiche, wie wenn ich jeden einzelnen Summanden durch Sigma Quadrat dividieren würde, sehen Sie das? Also wenn ich eine ganze Summe durch Sigma Quadrat teile, da kommt das gleiche raus, als wenn ich jeden einzelnen Summanden aus dieser Summe durch Sigma Quadrat teile, meine Damen und Herren. Das sollte natürlich auch einleuchten. Das heißt, schauen Sie, da kommt natürlich offenbar, Sie haben das gleiche natürlich auch hier, wenn Sie jeden einzelnen Summanden, also xi minus x² zum Quadrat durch Sigma Quadrat teilen, also kommt das gleiche raus wie hier. Das heißt, dieses Ding, schauen Sie, dieses Ding hat exakt dieselbe Verteilung als das da oben, denn, ja, also ist das hier, schauen Sie, ich mache das ein bisschen kleiner, als das hier, nicht? Denn die beiden sind gleich, sehen Sie das, dass sie gleich sind. Ja? Nochmal, wenn ich s Quadrat mit n minus 1 multipliziere, bleibt nur die Summe übrig, also die Summe von xi minus x² zum Quadrat, und wenn ich die Summe von xi minus x² zum Quadrat durch Sigma Quadrat anschließend teile, dann kommt das gleiche raus, als wenn ich jeden einzelnen Summanden durch Sigma Quadrat dividiere, und das steht natürlich hier, meine Damen und Herren. Das sehen Sie. Okay? Das heißt, das hier hat genau die gleiche Verteilung, schreibe ich jetzt hier nochmal dazu, daraus folgt, das hier hat genau die gleiche Verteilung wie der Ausdruck da oben. Chi Quadrat verteilt mit n minus 1 Freiheitsgraden, meine Damen und Herren. So. Und das ist jetzt unsere Ausgangssituation, denn, sehen Sie noch mal ganz kurz, schauen Sie, die Dichtefunktion der Chi-Quadrat-Verteilung sieht wie folgt aus. Ich habe Ihnen das ja schon mal gesagt, nicht? Sie ist, ja gut, also natürlich in Abhängigkeit der Freiheitsgrade, aber machen wir es einfach mal so, vielleicht so einfach. In etwa so. Die Chi-Quadrat-Verteilung kann natürlich keine negativen Werte annehmen, weil eine Summe von quadrierten Zufallszahlen natürlich nicht negativ sein kann, per Definition, meine Damen und Herren. So, jetzt schauen Sie, stellen Sie sich vor, hier befindet sich das alpha halbe Quantil dieser Verteilung. Was ist das alpha halbe Quantil? Was bedeutet das? Das bedeutet, wenn das die Dichtefunktion ist, dann ist die Fläche von minus oder nicht bis zu diesem Wert wie groß? Alpha halbe, so ist das. Nicht? Sonst wäre es ja nicht das alpha halbe Quantil, meine Damen und Herren. Sonst also ist das, was Sie in die Verteilungsfunktion einsetzen müssen, um alpha halbe zu bekommen. So ist das. Stellen Sie sich vor, hier befindet sich jetzt hier das 1 minus alpha halbe Quantil. Was bedeutet das, meine Damen und Herren? Das bedeutet, die Fläche von minus unendlich bis zu diesem Wert unterhalb der Dichte ist wie groß? 1 minus alpha halbe, so ist das. Wie groß ist die Gesamtfläche bei jeder Dichtefunktion? Richtig. Und wenn die Gesamtfläche 1 ist und die Fläche von hier bis dahin 1 minus alpha halbe ist, wie viel bleibt noch übrig? Ha? Alpha halbe, natürlich. Alpha halbe. Das heißt, wie groß ist die Fläche dazwischen? Die hier. Die. Meine Damen und Herren. Die. Wie groß? 1 minus alpha, so ist das.
Und das, was ich jetzt hier hingekritzelt habe, das schreibe ich jetzt hier formal hin. Schauen Sie, ich habe jetzt hier nämlich eine schrägquadratverteilte Zufallsvariable, die sich natürlich jetzt hier wie folgt schreiben lässt, nicht das hier. Das ist eine schrägquadratverteilte Zufallsvariable. Und die Frage ist, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Zufallsvariable zwischen folgenden Werten landet? Und zwar, schauen Sie, also kleiner gleich, das 1 minus Alpha halbe Quantil der Verteilung mit n minus 1 Freiheitsgrad, schauen Sie, das schreibe ich jetzt hier so, beziehungsweise das Alpha halbe Quantil der Chi-Quadratverteilung mit n minus 1 Freiheitsgrad, das ist natürlich jetzt hier die Untergrenze. Nicht? Also auf Deutsch, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Zufallsvariable Werte annimmt zwischen seinem Alpha halbe Quantil und seinem 1 minus Alpha halbe Quantil, meine Damen und Herren, offensichtlich, wie groß ist die? Offensichtlich, Sie sehen es natürlich hier, das ist natürlich gleichbedeutend hier mit dieser Zeichnung, sprich, wie groß ist die Fläche zwischen dem Alpha halbe Quantil und dem 1 minus Alpha halbe Quantil? Hm? 1 minus Alpha, so ist es. Ganz genau, 1 minus Alpha, das ist so gesehen. Okay. So, und jetzt interessieren wir uns hier an dieser Stelle natürlich hier für Sigma Quadrat, denn, schauen Sie hier, wir wollen jetzt hier natürlich das Konfidenzintervall zu dieser Größe bestimmen. Und das mache ich jetzt hier wie folgt. Und zwar, ich löse jetzt hier diese Ungleichung nach Sigma Quadrat auf. So ein bisschen, ja? So. Eine Idee wäre zum Beispiel hier, dass man jetzt hier den Klärwert bildet, meine Damen und Herren, und zwar auf allen drei Seiten der Ungleichung. Ja? So. Wenn ich aber den Klärwert jetzt hier bei der Ungleichung bilde, was passiert dann mit dem Ungleicherzeichen? Also zum Beispiel, schauen Sie, um das jetzt hier vielleicht mal gegenüberzustellen. Schauen Sie, also was weiß ich zum Beispiel, wenn Sie jetzt hier haben, ein Halb ist größer als ein Drittel. Und wenn Sie jetzt den Kehrwert bilden, was ist der Kehrwert von ein Halb? Zwei. Und was ist der Kehrwert von ein Drittel? Drei. Ja, was passiert dann mit dem Ungleichheitszeichen? Dreht sich um, sehen Sie. Ja? Okay, ja. So, das gleiche Prinzip mache ich natürlich auch hier. Das heißt, ich drehe das jetzt hier, was in der Mitte steht, oben und bilde natürlich jetzt hier den Kehrwert von diesem Ausdruck. Das ist der Kehrwert dieses Quantils hier. Nicht? Das ist natürlich 1 durch nicht? Das Alpha halbe Quantil der Verteilung mit n minus 1 Freiheitsgrad. Jetzt muss ich hier aufpassen, meine Damen und Herren. Hier dreht sich nämlich das Ungleichheitszeichen um. Ja? Das haben wir ja gesagt, wenn ich den Kehrwert bilde, dreht sich das um. So. Da steht hier Sigma Quadrat durch n minus 1 mal s Quadrat. Und da steht hier auch größer gleich 1 durch, meine Damen und Herren, das Alpha, also 1 minus Alpha halbe Quantil. Ja? So, ich hoffe, Sie haben es. Okay, wie groß ist diese Wahrscheinlichkeit? Weiterhin ist ja eigentlich nichts passiert, nur innerhalb jetzt hier dieser Klammer, das ist das gleiche Ereignis in der oben, also ist die Wahrscheinlichkeit dieselbe, meine Damen und Herren, 1 minus Alpha. So, das ist natürlich äquivalent. Okay, ja und jetzt, wie kann ich das jetzt hier, dieses Sigma Quadrat isolieren? Meine Damen und Herren, fehlt noch ein Schritt. Ich multipliziere mit n minus 1 mal s Quadrat, nicht? Da steht das natürlich alleine da. So, wenn ich das tue, meine Damen und Herren, muss ich natürlich sicherstellen, dass das natürlich nicht negativ ist, oder beziehungsweise, wenn es negativ ist, dann muss ich natürlich das Ungleichheitszeichen umdrehen. So, ist das negativ, meine Damen und Herren? Ist n minus 1 negativ? Kann es sein? Also gibt es eine Stichprobe vom Umfang, was kleiner ist als 0? Nein, also, das ist positiv. Was ist mit dem s Quadrat, meine Damen und Herren? S Quadrat ist eine Summe von quadrierten Größen. Nicht? Also x e minus x Quadrat zum Quadrat aufsummieren. So. Das kann natürlich auch nicht negativ sein. Also ist das ganze Ding natürlich positiv. Ergo, wenn ich damit multipliziere, passiert gar nichts. So, das heißt, dann steht hier folgendes, meine Damen und Herren. Hier steht dann also, ich zähle n minus 1 mal s Quadrat geteilt durch das. Setzen Sie vielleicht hier nochmal ein Quantil, also das Alpha halbe Quantil der Chi-Quadratverteilung mit n minus 1 Freiheitsgraden, größer gleich Sigma Quadrat, größer gleich n minus 1 mal s Quadrat geteilt durch das 1 minus Alpha halbe Quantil der Chi-Quadratverteilung mit n minus 1 Freiheitsgraden, meine Damen und Herren. So.
Ich habe jetzt hier vielleicht in der Notation vergessen, dass man hier ein Quadrat stehen hat. Ja? Also hier bei diesem Quantil. Aber meine Damen und Herren, das hat nichts damit zu tun, dass man es quadrieren muss. Das habe ich jetzt hier vergessen. Also ich ergänze jetzt hier natürlich für sämtliche Quantile entsprechend. Schauen Sie. Das heißt nicht, also wie gesagt, nicht, dass Sie jetzt in Versuchen kommen, das zu quadrieren, meine Damen und Herren. Ja? Setzen Sie das bitte nochmal vor. Ja, also hier, und ich mache das jetzt hier auch auf dem Zeichen. Schauen Sie hier, beziehungsweise da. Dass Sie sehen, dass das jetzt natürlich das alphaale Quantil ist und nicht das Quadrat davon. Das ist auch nur die Schreibweise. Ist halt doof, aber ich kann es nicht ändern. Okay? Ja? So steht es nämlich im Skript drin. Ich meine, ich kann es dann nennen, wie ich es will, aber nicht, dass Sie jetzt hier durcheinander kommen, indem Sie das jetzt hier einfach quadrieren in der Klausur. Wenn Sie das Quantil bestimmen. So. Jetzt passen Sie auf. Diese Wahrscheinlichkeit, schauen Sie, ist... Frage? Frage? Nein, keine Frage. So, ist natürlich 1 minus Alpha. Das heißt, jetzt schauen Sie, hier steht, jetzt lesen Sie sich das mal einfach mal durch. Hier steht die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Parameter Werte annimmt, ja, also in dem Fall zwischen dem und dem hier. Ja? Und das ist doch dann nichts anderes als, Sie kennen ja den Begriff des Konfidenzintervalls. Nicht? Was ist nochmal ein Konfidenzintervall? Was ist ein Konfidenzintervall? Ja, was ist es eigentlich hier? Was machen wir überhaupt? So. Ha? Was ist ein Konfidenzintervall? Ein Konfidenzintervall ist ein Intervall, welches zu einer bestimmten Wahrscheinlichkeit einen bestimmten Parameter enthält. Und nehmen wir hier in dem Fall Sigma. Okay? Also, schauen Sie hier, das ist das Intervall, das ist die Untergrenze, das ist die Obergrenze. Das heißt, ich habe jetzt hier Konfidenzintervall für Sigma Quadrat bei unbekanntem Erwartungswert. Ja, und natürlich sieht es dann so aus, das ist die Untergrenze, das ist die Obergrenze, sehen Sie natürlich hier, n minus 1 mal s Quadrat geteilt durch das 1 minus alpha halbe Quantil der Verteilung, beziehungsweise die Obergrenze ist n minus 1 mal s Quadrat geteilt durch das alpha halbe Quantil der Verteilung. Okay? So. Also das ist ein Intervall, welches mit Wahrscheinlichkeit 1 minus Alpha den Parameter Sigma Quadrat enthält, meine Damen und Herren. Okay. Ja. So, was sollen Sie bestimmen? Also so, in der Klausur würde es wie folgt aussehen, meine Damen und Herren, da müssen Sie es nicht herleiten. Sie haben es jetzt hier natürlich schon gemacht. Da kriegen Sie bestimmte Werte, was weiß ich, aus einer Stichprobe oder so. Dann ermitteln Sie erstmal den Stichprobenumfang, das dürfte nicht so schwer sein. Nicht? Also damit haben Sie das n. So, dann ermitteln Sie dieses s Quadrat, also schätzen die Varianz, das dürfte eigentlich auch kein Problem sein. So, das Einzige, was hier Probleme bereiten könnte, meine Damen und Herren, sind diese Quantile. Ich frage Sie jetzt, Hand aufs Herz, wissen Sie, wie man diese Quantile findet oder wo man sie findet? Ja? Sicher? Soll ich hier vielleicht nochmal drauf eingehen? Nein. Nein? Okay. Herrliche Frage, ehrliche Antwort. Also wenn Sie das wissen, meine Damen und Herren, wenn Sie das tatsächlich wissen, dann finden Sie sie auch. Ne? In der Klausur. Okay? Ja? Oder wer ist noch unsicher? Ist jemand noch unsicher? Okay, also vielleicht outen sich jetzt nicht alle. Wir machen mal ein, also Deal, ja, Deal. Machen wir eins, okay? So, nehmen wir mal an, ich habe jetzt hier 10 Beobachtungen, oder Sie haben 10 Beobachtungen, und Sie haben das Konfidenzniveau 1 minus Alpha gleich 0,95. So, nehmen wir mal an. So, das suche ich. Ich suche natürlich zum Beispiel das 1 minus Alpha halbe Quantil der Chi-Quadrat-Verteilung mit n minus 1 Freiheitsgrad, meine Damen und Herren. Also sprich, wenn 1 minus Alpha 0,95 ist, dann ist natürlich Alpha 0,05. Das heißt, Alpha halbe ist 0,025.
Und dann ist 1 minus Alpha halber halt eben 0,975. Also nicht, dass Sie sich jetzt hier gerade schon den ersten Fehler begehen, meine Damen und Herren, dass Sie das 0,95-Quantil bestimmen, aber nicht das 0,975-Quantil. Das 0,975-Quantil brauchen Sie. So, und natürlich jetzt hier zu 9 Freiheitsgraden, meine Damen und Herren. Das ist also gesucht. Darf ich mit der Tabelle ausreihen? Ganz kurz. So. Okay. Prozentpunkte der Schildquadratverteilung finden Sie in der Tabelle F. Hm? So, hier. Prozentpunkte der Schildquadratverteilung. So, schauen Sie. Ich sage Ihnen mal von kurz, wie die Tabelle aufgebaut ist. Auf der linken Seite stehen die Freiheitsgrade. Wenn ich 10 Beobachtungen habe, habe ich natürlich 9 Freiheitsgrade. Das heißt, ich muss jetzt hier in die 9. Zeile der Tabelle gehen. Sehen Sie das? Ja? Also eines von diesen Werten wird es sein. Und die Frage ist, welches, meine Damen und Herren? Und zwar jenes, wo oben drüber 0,975 steht. Dann ist es natürlich das entsprechende Quantil. Nicht? Also das, was jetzt hier kommt, das ist das entsprechende Quantil. Ja? Das heißt, was haben Sie hier? 19, da. Das ist die Zahl. Die brauchen Sie. Okay? So. Also 19,023 oder was war das? Gut. Okay. Alles klar. So, also wie gesagt, um das jetzt hier gleich, bei Konfidenz, also das ist das Schwerste, ja, bei Konfidenz in der Wahl. Das ist das Schwerste. Das Quantil. Okay? Naja, ich denke mir mal einen Teil, meine Damen. So, aber ich sage nichts. Kommt dran. Also das sind leichte Punkte. Ja? Klammer auf, Klammer zu. So. Okay. So. Um Teil D jetzt hier zu lösen, füge ich eine neue Verteilung ein, meine Damen und Herren. Und zwar die T-Verteilung. Die T-Verteilung, was ist das? Definition. Was ist die T-Verteilung? Oder wie kommt die zustande? Schauen Sie, meine Damen und Herren, es seien, ja, ich zitiere, ich muss das jetzt ganz kurz, dass das hier klar schon wird. Es seien Z, also Z eine standardnormal verteilte Zufallsvariable und Y eine Schildquadrat verteilte Zufallsvariable mit n Freiheitsgrad, meine Damen und Herren. So. Und sie seien natürlich unabhängig. Schreibe ich jetzt hier vielleicht nochmal dazu. Also unabhängig. Also die beiden Zufallsvariablen sollen unabhängig sein. So. Dann heißt, schauen Sie, dann heißt jetzt die folgende Zufallsvariable, und zwar, die sich jetzt hier daraus ergibt, und zwar als z geteilt durch Wurzel aus 1 durch n mal y. Also nicht erschrecken. Ich weiß, also. Das ist so eine Sache, wo man so erstmal so ein bisschen aufhakt und ja, was soll das überhaupt denn so? Ich gebe ja zu, das ist vielleicht auf dem ersten Blick nicht ganz nachvollziehbar. Ja? Gut, aber akzeptieren Sie das mal. Dann heißt dieses Ding, schauen Sie, T verteilt mit, jetzt die Frage ist, mit welchem Parameter, meine Damen und Herren. Also wovon hängt jetzt zunächst mal diese Zufallsgröße ab? Was meinen Sie? Oben schicke ich eine standardnormal verteilte Zufallsvariable. Die kennen Sie natürlich, die Parameter. Aber was steht unten? Unten steht natürlich eine Schildquadrat verteilte Zufallsvariable mit n Freiheitsgraden. Die hat natürlich jetzt hier den Parameter n. Also was sind natürlich jetzt hier die einzige Zahl sein, wovon dieses Ding natürlich abhängig ist? Ha? So ist das, meine Damen und Herren. Und die Parameter der T-Verteilung heißen ebenfalls Freiheitsgrade. So. Das heißt, man schreibt hier T verteilt mit Parameter n bzw. T verteilt mit n Freiheitsgrad. Ja, so, also das ist auch übrigens aus dem 20. Jahrhundert relativ neu. So, naja, kommt drauf. Okay. Ach gut,
Datenträger ist, ist einfach. So, die Frage ist natürlich, was soll das überhaupt? Ja, also was kann man sich darunter vorstellen? Das ist immer so die Frage, und wozu braucht man es? Das sind so die zwei Fragen, die ich am meisten bekomme bei so etwas. Meine Damen und Herren, erste Frage, beantworte ich euch. Vorstellen können Sie sich darunter gar nichts. Das ist nun mal so. Und zweitens, wozu braucht man das? Meine Damen und Herren, das hier ist eine Größe hier, die in der Praxis, also im Rahmen von natürlich jetzt hier von Stichprobenschätzungen und so, das meine ich in Praxis, die in der Praxis, also in der Welt da draußen, relativ häufig vorkommt. Relativ häufig, das sehen Sie vielleicht jetzt noch nicht ganz, also zum Beispiel bei der geometrischen Verteilung und so, da kann man es natürlich intuitiv nachvollziehen. Aber hier natürlich, ist es, die Intuition ist natürlich nicht vorhanden, das ist klar, gebe ich zu. Kann auch gar nicht vorhanden sein, meine Damen und Herren. Woher sollen Sie wissen, dass das hier natürlich in der Welt da draußen wirklich sehr oft gibt, meine Damen und Herren. Man hat nämlich einfach versucht, jetzt hier, dieses Ding, schauen Sie, da es natürlich sehr oft vorhanden ist, relativ oft, versucht man, hat man natürlich hier versucht, so eine gewisse Systematik jetzt hier einzubringen. Also sprich, wie verhält sich dieses Ding? Ja, was passiert da und so weiter. So. Und diese Systematik, meine Damen und Herren, hat man dann einfach als die sogenannte T-Verteilung bezeichnet. Also da gibt es alles dazu, meine Damen und Herren, lichte Funktion, Verteilungsfunktion, Erwartungsquantien und so weiter, das gibt es alles hierzu. Ja? Gute Nachricht für Sie, Sie müssen das nicht wissen. Sie sollten aber in etwa wissen, wie eine T-verteilte Zufallsvariable jetzt hier konstruiert wird. Okay? Also man hat einfach geguckt, was gibt es da draußen und so. Ja? Dann hat man festgestellt, das gibt es relativ oft, also hat man versucht natürlich jetzt hier eine gewisse Verteilung jetzt hier natürlich reinzubekommen und die Verteilung hat man jetzt hier T-Verteilung genannt, warum weiß ich auch nicht, ist auch egal. Ja? So, das ist alles, meine Damen und Herren. Okay? Eine Sache sollten Sie vielleicht noch wissen, und zwar schauen Sie, was Symmetrieeigenschaften angeht, oder vielleicht sind es sogar zwei Sachen, die Sie wissen sollten, und zwar die Symmetrieeigenschaften, also die Symmetrie mit, von der Dichtefunktion der D-Verteilung, schauen Sie, die Dichtefunktion der T-Verteilung, kürze ich jetzt mal ab, ist symmetrisch, kürze ich auch ab, zur Y-Achse. Das ist das Erste. Das ist eine wichtige Eigenschaft, die werden wir natürlich jetzt hier verwenden. Und die zweite Eigenschaft ist jetzt hier für, also entgegen unendlich, konvergiert die T-Verteilung, schauen Sie, die T-Verteilung gegen die Standardnummerverteilung. Das schreibe ich jetzt hier so. Okay? Also nur, dass Sie das jetzt hier vielleicht wissen. Und zwar relativ schnell sogar. Relativ schnell. Also da gibt es, glaube ich, eine Faustregel. Und die sagt dann, ab 30 Freiheitsgraden, egal. Ja? Also, nimm einfach die Normalverteilung. Egal. Ja? Statt der D-Verteilung. Deswegen, schauen Sie, darf ich das mal kurz ausleihen? Danke. Schauen Sie, wenn Sie jetzt hier nochmal in diese Tabelle gucken. Und zwar, die Tabelle heißt Prozentpunkte der T-Verteilung, das ist Tabelle E, schauen Sie, auf der Seite 57 hier, schauen Sie. Da stehen jetzt hier die Freiheitsgrade, sehen Sie auf der linken Seite, 1, 2, 3, 4 und so weiter. So, dann gehen Sie mal ganz nach unten und da steht unendlich, schauen Sie, hier, unendlich. Und da stehen jetzt hier die Quantile, meine Damen und Herren, so. Was sind das hier für Quantile denn? Also wenn Sie wissen, dass jetzt hier natürlich die D-Verteilung mit wachsendem N oder mit wachsender Anzahl von Freiheitsgraden gegen natürlich die Standardnummerverteilung konvergiert, was werden das für Quantile dann sein? Das sind dann die Quantile der... So ist das. Das sind die Quantile der Standardnummerverteilung, genau. Also zum Beispiel 1,96, ich glaube, das kennen Sie nicht. Das war das 0,975 Quantile der Standardnummerverteilung. Also wenn Sie 1,96 in die Verteilungsfunktion der Standardnummerverteilung einsetzen, bekommen Sie 0,975 heraus. Nicht? Das sind jetzt hier natürlich die Quantile. Also nur, dass Sie das jetzt hier verstehen. So. Und ab 30, meine Damen und Herren, also quasi als Faustregel, ab einer Freiheitsgradanzahl von 30, ist es eigentlich egal. Also das sind die Ergebnisse fast gleich. Hat sich jetzt hier so in der Praxis durchgesetzt, diese Faustregel. So. Okay, das
ist das, was wir jetzt alles über die, was über die T-Verteilung wissen müssen. Und jetzt schauen wir uns mal diese Größe an, die hier steht, und zwar die jetzt hier so ein bisschen T-verteilt sein soll. Ich werde es hier vielleicht nochmal entgegen, und zwar schauen Sie, also XI sind jetzt hier diese normalverteilten Supersvariablen gewesen, die unabhängig sind. Das waren diese XIs. Schauen Sie, dann war X quer wie verteilt, also der Durchschnitt, meine Damen und Herren. Der Durchschnitt war wie verteilt, vielleicht erinnern Sie sich daran, machen Sie sich das nochmal klar. Natürlich, eine Summe von normalverteilten Supersvariablen ist immer normal verteilt. Die Frage ist, zu welchem Parameter? Genau, μ durch Sigma Quadrat durch N, meine Damen und Herren, das haben wir schon tausendmal gemacht, also das kam fast in jeder Sitzung hier. Ja, also gucken Sie sich einfach nochmal in den Unterlagen, warum und weshalb. Warum Sigma Quadrat durch N und nicht irgendwas anderes. So, jetzt passen Sie auf. Langsam. Wenn Sie das wissen, dann meine Frage an Sie, wie ist die Verteilung dieser Größe hier? Durch Sigma durch Wurzel N. Ja, richtig, Standardmaß. Also, Sie haben es ja drauf, ich weiß. Das wollte ich jetzt hier einfach nur mal klarstellen. So, schauen Sie. Ausgehend von dieser Verteilung haben wir das Konfidenzintervall für μ hergeleitet. Schauen Sie. Für μ. Unter der Bedingung natürlich, dass Sigma bekannt gewesen ist. Nicht? Also, wenn ich Sigma kenne, kann ich es natürlich auch bestehen. So. Jetzt ist aber so, dass wir Sigma natürlich nicht kennen. Wenn wir Sigma nicht kennen, meine Damen und Herren, was müssen wir dann tun? Wir müssen es, ja? Wir müssen schätzen, so ist das. Und wie schätzen wir das am besten? Hm? Ja, mit dieser Stichprobenvarianz genau, also mit diesem S-Zeug. Ich schreibe das jetzt hier nochmal hin. Also S geteilt durch Wurzel aus N. Und ich schreibe hier nochmal hin, was S ist, meine Damen und Herren. Also S Quadrat ist natürlich das hier. 1 durch n minus 1 mal xi minus x quer zum Quadrat jetzt hier bei der Summe. Das war dieses S-Zeug, das hatten wir bereits schon. Okay? Und jetzt geht es mir um die Verteilung von dieser Größe hier und es wird sich herausstellen, dass dieses Ding t verteilt ist und zwar mit n minus 1 Freiheitsgrad, meine Damen und Herren. So, bevor wir das jetzt hier uns klar machen, das sieht man natürlich jetzt hier nicht so ganz jetzt hier, warum das t verteilt ist und so, aber das werden wir jetzt gleich sehen. Schauen Sie, und zwar wir machen jetzt hier Folgendes, also ein bisschen Kosmetik. Ja? Kosmetik braucht man ab und zu, meine Damen und Herren. Ja? Auch hier. So, schauen Sie, wir machen jetzt hier Folgendes, und zwar wenn Sie jetzt hier zum Beispiel im Nenner natürlich einen Bruch haben, also zum Beispiel Sie haben ja natürlich jetzt hier in dem Fall 1 geteilt durch ein Drittel, also 1 durch ein Drittel, dann ist es dasselbe wie 1 mal 3, genau. Und ich habe hier auch im Zehner irgendwas und das teile ich durch 1 durch Wurzel aus n. Dann ist es das gleiche, als wenn ich mit Wurzel aus n multipliziere. Meine Damen und Herren, das ist das gleiche. So, das heißt, in dem Fall kann ich das auch umschreiben. Und zwar, indem ich hier Folgendes mache. Meine Damen und Herren, Wurzel aus n mal x quer minus μ. Und dann ist das aus dem Nenner weg. Meine Damen und Herren, da habe ich nur noch meine s stehen. Okay, so. Zweiter Schritt. Ja, was jetzt hier so die Kosmetik angeht. Schauen Sie, und zwar, ich erweitere den Bruch mit 1 durch Sigma. Warum? Kommt noch. Ja? So. 1 durch Sigma erweitern heißt, ich multipliziere den Zähler und den Nenner mit 1 durch Sigma. Das heißt, dadurch ändert sich natürlich der Bruch nicht. Ja? Also ich multipliziere mit 1 auf Deutsch. Schauen Sie. Und zwar, da steht im Zähler, meine Damen und Herren, Wurzel aus n mal x quer minus μ durch Sigma. Okay? Also, ich glaube, das ist nachvollziehbar, meine Damen und Herren. So. Im Nenner würde das natürlich das Gleiche stehen, und zwar im Nenner würde dann stehen s durch Sigma. Sehen Sie das? Aber ich will mit diesem s Folgendes machen, und zwar schauen Sie, dafür schreibe ich lieber Wurzel aus S Quadrat, sehen Sie? Okay, also Wurzel aus S Quadrat ist dasselbe wie S. Ne? Das ist das Gleiche. So. Und dann will ich dieses 1 durch Sigma, ich will das in den Bruch, also Entschuldigung, nicht in den Bruch rein, sondern ich will das in die Wurzel rein tun. Das heißt, schreibe ich dann S Quadrat geteilt durch? Geteilt durch Sigma Quadrat, so ist das. Ne? Okay?
Sehen Sie, dass das gleiche ist wie das hier, meine Damen und Herren. Ja? Dürfte natürlich jetzt hier, wenn Sie hochrechnen können, dürfte natürlich für Sie noch nachvollziehbar sein. So. Okay. Ja gut, also wozu das Ganze? Jetzt sehen wir natürlich jetzt hier, schauen Sie, ich mache jetzt hier aus diesem Ausdruck hier, aus dem Zähler mache ich Folgendes. Schauen Sie, da schreibe ich x² minus μ geteilt durch Sigma durch Wurzel n. Das ist nämlich die gleiche Argumentation, die ich natürlich auch vorhin hatte. Nicht? Das hier ist dasselbe wie das da. Wenn Sie das nicht sehen, dann sollten Sie das nochmal überprüfen. Nicht? Also wenn Sie zum Beispiel mit 3 multiplizieren, dann ist es dasselbe, als wenn Sie mit 1/3 dividieren. Ne? Und wenn Sie zum Beispiel das hier jetzt natürlich mit Wurzel aus n multiplizieren, dann ist es natürlich dasselbe, als wenn Sie jetzt hier natürlich durch 1 durch Wurzel aus n dividieren. Das steht hier. Okay? So. Und was steht jetzt hier da drinnen? Schauen Sie. Hier steht, dass Sie das s², das s² ich hier geschrieben habe, durch Sigma² dividieren. Wenn Sie eine Summe durch Sigma² dividieren, dann kommt dasselbe raus, als wenn Sie jeden einzelnen Summanden durch Sigma² dividieren. Jeden einzelnen Summanden. Und dann genau das mache ich. Schauen Sie. Und zwar hier steht dann also 1 durch n minus 1 mal die Summe. Schauen Sie. Und ich bringe jetzt in diese Summe, die hier steht, bringe ich hier das Sigma² rein. Also ich teile jetzt hier die Summanden durch Sigma². Sprich, das ist dasselbe wie xi minus x² durch Sigma. Und das zum Quadrat, also von i gleich 1 bis n. Und das ist das Gleiche, meine Damen und Herren, das ist das Gleiche. Richtig? So. Ja gut, also die Frage ist, wozu das Ganze hier? Ja, also was soll das Zeug hier? Jetzt schauen Sie, ja hier erkennt man natürlich den Charakter, nicht? Dieses Ausdrucks. So, schauen Sie. Welche Verteilung hat dieser Ausdruck da oben? Hm? So ist das. Der Ausdruck oben folgt der Standardnormalverteilung mit n minus 1 weiß an. So, jetzt schauen Sie, welche Verteilung hat die Summe hier? Vielleicht blättern Sie nochmal ganz kurz zurück. Ja? Ja? Mit? Wie viel? N minus 1 Freiheitsgrad, so ist das. Chi-Quadratverteilung mit n minus 1 Verteilung. Und schauen Sie jetzt nochmal ganz kurz, wie ich die T-Verteilung definiert habe. Schauen Sie. Also hier steht eine Standardnormalverteilte Zufallsvariable und unten steht 1 durch die Anzahl der Freiheitsgrade mal eine Chi-Quadratverteilte Zufallsvariable. Schauen Sie. Das ist so ein bisschen ähnlich wie das da. Ich segne mal hier dazu. Der einzige Unterschied ist, meine Damen und Herren, dass die Zufallsvariable y hat nicht natürlich Chi-Quadratverteiltes mit n minus 1 Freiheitsgrad, sondern mit n Freiheitsgrad. Aber das Prinzip ist das gleiche. Sehen Sie. Oben steht also eine Standardnormalverteilte Zufallsvariable. Oben steht Wurzel aus eine Chi-Quadratverteilte Zufallsvariable geteilt durch 1 seine Freiheitsgrade. Und das steht natürlich auch hier. Schauen Sie, hier steht Wurzel aus die Chi-Quadratverteilte Zufallsvariable geteilt durch die Anzahl seiner Freiheitsgrade. Das heißt, dieses Ding wird wie verteilt sein. Schauen Sie, das ganze Zeug hier. Wie ist die Verteilung? Was ist das für eine Verteilung? Ja, T-Verteilung, so ist das. T verteilt mit n minus 1 Freiheitsgrad. So ist das. Ganz genau. Trauen Sie sich. Meine Damen und Herren, trauen Sie sich. Okay? Also dieses DF, um es nochmal zu wiederholen, heißt Degrees of Freedom. Das ist Anzahl der Freiheitsgrade. Okay? Gut. Ja, also das ist doch mal vielleicht doch mal nicht schlecht, wenn man das nachvollzieht. Warum T-verteilt? Ne? So, jetzt schauen Sie. Ich habe Ihnen ja gesagt, die Dichtefunktion der T-Verteilung ist was? Die Dichtefunktion der T-Verteilung ist symmetrisch zu der Y-Achse. Das bedeutet, meine Damen und Herren, wenn hier das 1 minus Alpha halbe Quantil der T-Verteilung steht, wie groß ist jetzt dieses kleine Stückchen hier von der Fläche? Schauen Sie, wenn das 1 minus Alpha halbe Quantil ist,
dann heißt es, die Fläche von minus unendlich bis zu diesem Punkt ist wie groß? 1 minus Alpha halbe, das heißt, dieses Rechtstückchen hier ist, so ist das, meine Damen und Herren, Alpha halbe. Und hier schauen Sie, aufgrund der Symmetrie befindet sich natürlich, also zum Beispiel, wenn jetzt hier sich die 3 befindet, wer steht hier, sodass natürlich jetzt hier die Fläche ebenfalls Alpha halbe ist, meine Damen und Herren. Das geht wegen der Symmetrie. Also wenn hier zum Beispiel die 3 steht, was steht hier? Die minus 3. Wenn hier die 4 steht, was steht hier? Die minus 4. Und wenn hier t1 minus Alpha halbe steht, was steht hier? Minus t1 minus Alpha halbe, so ist das bei der Maschine. Das heißt, wie groß ist die Fläche zwischen minus t1 minus Alpha halbe und plus t1 minus Alpha halbe, meine Damen und Herren? Mhm, so ist das. Und genau das schreibe ich jetzt hier wie folgt hin, und zwar mit Hilfe von Wahrscheinlichkeit. Nicht? Also statt Fläche schreibe ich Wahrscheinlichkeit. So. Wahrscheinlichkeit, dass die folgende Zufallsgröße, nämlich x quer minus μ geteilt durch s durch Wurzel aus n. Diese Zufallsgröße ist nämlich wie verteilt, wir haben das jetzt hier natürlich klar gemacht, ist t verteilt durch n minus 1 mal 2. So, schauen Sie. Und die Wahrscheinlichkeit, dass diese Größe, dass diese Zufallsgröße Werte annimmt zwischen dem 1 minus Alpha halbe Quantil der D-Verteilung mit n minus 1 Freiheitsgraden und minus dem 1 minus Alpha halbe Quantil der D-Verteilung mit n minus 1 Freiheitsgraden, weil der ist wie groß? Das ist natürlich das Gleiche. Also wenn ich Sie fragen würde, wie groß ist die Fläche zwischen minus d1 minus Alpha halbe und plus d1 minus Alpha halbe, meine Damen und Herren, offensichtlich natürlich 1 minus Alpha. So ist das. 1 minus Alpha. So. Und jetzt, was machen wir jetzt? Damit Sie jetzt hier nicht gleich völlig einschlafen. Wir lösen das Ganze natürlich nach μ auf. Denn wir wollen ein Konfidenzintervall bekommen, und zwar für den Erwartungswert bei unbekannter Varianz. So, da kommt Folgendes raus. Also wenn Sie, ich werde jetzt hier diese ganzen Schritte nicht nochmal durchgehen, weil Sie wissen ja mittlerweile aus dem Mathe-Vorkurs, spätestens da, wissen Sie, wie man Ungleichung auflöst. Und zwar schauen Sie, also ich mache jetzt hier einfach mal Pütschen, ja. Sie multiplizieren mit s durch Wurzel aus n und dann auf die andere Seite minus 1 und so. Ja. Also da kommt Folgendes raus. Um das jetzt hier vielleicht schon mal zu beschleunigen, schauen Sie, x quer minus t1 minus Alpha halbe n minus 1 mal s durch Wurzel aus n, kleiner gleich μ, kleiner gleich x quer plus t1 minus Alpha halbe n minus 1 mal s durch Wurzel aus n. So, und das ist natürlich jetzt diese Wahrscheinlichkeit, ist 1, also in dem Fall 1 minus Alpha, meine Damen und Herren. Schauen Sie, das ist das, was herauskommt. Also ich habe jetzt einfach mal die Schritte übersprungen, die natürlich etwas langweilig sind. Aber hier sehen Sie etwas, meine Damen und Herren. Nämlich, also wenn Sie sich jetzt hier mal auf μ konzentrieren, ne? Auf μ, dann sehen Sie hier, schauen Sie, die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Parameter Werte annimmt zwischen dem und dem hier, ist 1 minus Alpha. Also sprich, die Wahrscheinlichkeit, dass sich dieser Parameter in diesem Intervall befindet, wo das jetzt hier die Untergrenze und das jetzt hier die Obergrenze ist, beträgt 1 minus Alpha. Damit haben Sie automatisch, meine Damen und Herren, das 1 minus Alpha Konfidenzintervall für den Erwartungswert bei unbekannter Varianz. Sieht dann also wie folgt aus. Schauen Sie. Und zwar, ich schreibe jetzt hier mal zur Vereinfachung x quer plus minus t1 minus Alpha halbe n minus 1 mal s durch Wurzel aus n. Um das jetzt hier vielleicht nochmal so ein bisschen zu beschleunigen. Also die Untergrenze bekommen Sie, wenn Sie rechnen, x quer minus t1 minus Alpha halbe mal s durch Wurzel aus n. Und die Obergrenze bekommen Sie, wenn Sie rechnen, x quer plus t1 minus Alpha halbe mal s durch Wurzel aus n. Okay, also ich gebe mir jetzt einfach mal in diese Form jetzt hier. Schreibe ich das einfach mal so hin. Sonst müsste ich das zweimal hinschreiben. Einmal mit Minus und einmal mit Plus. Okay? So. Also. Konfidenzintervall für den Erwartungswert bei unbekannter Varianz. Meine Damen und Herren, meine Vorhersage, das kommt dran. Ja?
Und zwar mit Wahrscheinlichkeit 1. Ja? Klammer auf, Klammer zu. Also das werden Sie auf jeden Fall wiedersehen. Ja? Aber wie gesagt, wir haben es ja sogar hergeleitet. Also glauben Sie mir, wenn Sie die Herleitung beherrschen, ja, was soll da jetzt noch schief gehen? Also was soll da jetzt noch schief gehen? Meine Damen und Herren, sagen Sie es mir. Das Einzige, wie gesagt, auch hier, das Einzige, was wirklich Probleme bereiten könnte, meine Damen und Herren, könnte, das wird natürlich nicht so sein, aber könnte, ist das Quantil. Ja? Wissen Sie, wie man das Quantil ernennt? Ja, okay, ich bin ja froh, dass Sie das wissen. Aber dann zeigen Sie es mir auch in der Klausur. Ja, also ich meine, ich kriege da die unmöglichsten Ergebnisse, leider. Ja, also von Ihnen. Ich meine, ich bin ja froh. Also ich nehme es mir bei jeder Sitzung oder bei jedem Semester nehme ich mir vor. Ah ja, jetzt kann's, aber jetzt, das muss doch. Ja. Dann stelle ich fest, ah, naja, da wird man so ein bisschen enttäuscht und so.